Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, Eugen Matko, mit der 95. Folge von Elex. Welches Langbein habe ich hier? Dich habe ich nicht auseinandergenommen. Also, Ambros ist, naja, so lala. Das ist auch noch ein Vieh von denen. Aber ich bin... das hier schon? Scheint so. Speichern. Wir gehen jetzt mal ganz runter. Feuer. Gönne ich mir Mana-Trank. Ja. Das Vieh mache ich platt. Komm zurück. Na, das macht voll weh. Scheint nicht so. Gesell dich zu deinem Partner. Und sei ruhig. Gut. Ja, la 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 la. Ah ja, mit Weh wollten wir auch heute noch reden. Das machen wir doch gleich platt. Da ist nichts. Zwei Erfahrungspunkte sind zwei Erfahrungspunkte. Das haben wir ja hier gelernt. Ne? Wo führt mich aber der Weg hier lang? Ach, gehen wir einfach mal. Wie mache ich platt? Duras. Ich dachte, du hältst mir den Rücken frei. Ich dachte, du wärst stärker. Kaum, dass eine Pest dran ist, die scharf bin. Ah, die müsste trotzdem aushelfen. Alles klar. Du was. Alter. What the fuck? Da wohnt einer. Komm. Ich helfe dir. Da wohnt einer. Hast du gesehen, du?
bist du. Achtung! Mach Schatten. Keine Munition, keine Munition. Doras! Ich helfe dir! Dafür kriege ich nicht mal was Großes. Ich verstehe das Spiel langsam nicht. Okay, was haben wir jetzt an Heiltränken? Ich bin nämlich, was Heiltränke jetzt angeht, Biechen am Arsch. Mal gucken, was wir in der Bude finden. Ah, 90 Erfahrungspunkte nur. Na, die Dinge habe ich ja so mit dem Schwert wegmachen können. Kleiner blutiger Schlüssel. Was? Ja, wenigstens 120 Elixit. Jetzt bin ich mal gespannt. Ein Schlüssel, den ich eine verlassene Hütte in der Küste von Tavar gefunden habe. Dann kann mir das Buch bestimmt Aufschluss geben. Hoffe ich. Ja. In diesem Teil werde ich auf die Tier- und Pflanzenwelt vom Tavan eingehen. Die Wüste mag zwar kahl sein, nichtsdestotrotz gibt es eine Pflanze und Tieren, von denen man sich in Acht nehmen muss. Sechs Beine, harte okay, sei bei der Schlucht und Klippen, Pflanzen auch, wenn gut. Das ist ja diese. Die Schließdinger sind kaum zu sehen, kleine, runde, schwarze Teller auf den Achmin. Okay. Hier gibt's sonst nichts mehr. Aus Metalldurchdraht. Aber für was ist der blutige Schlüssel? Das ist jetzt die Frage, für was ist dieser fucking blutige Schlüssel? Dunkle Zeiten sind das. Ich dachte, hier war so ein Höhleneingang. Nö, hier ist auch nichts. Okay. Beim Wasserfällen ist nichts. Das können wir schon mal abhaken. Der Weg führt hier mich zur Hütte. Gehen wir auf der anderen Seite was gucken. Ja. Pflanze. F-
Was ist dieser blutige Schlüssel? Jetzt die Frage, was ist da oben? Nix. Ich geh mal zum Frachter. Ich hab doch. Mann, oh. Das war jetzt ein Fehler von mir. Ja, Energy schon alle. Ich komme auch nicht zum Schiff, weil das, wie sagen, vergiftet. Wollte ich eigentlich nicht so weh? Große Pflanze. Da ist was. Jo. Speichern. Wer weiß, was da lauert. Schnauze und einfach sterben. Banditen. Ärgerlich. Ja.
Ja, ey, Doras, was machst du denn, ey? Oh, da kriegt man Kopfschmerzen dabei. Kann ich wieder meine Granatwerfer benutzen? Granatwerfer. Tatsächlich. Na komm. So, damit wir nicht ständig darüber latschen müssen. Fortsetzen. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr? Die Krise. Dann mache ich Folgendes. Ich muss es jetzt anders machen. Nein, ja. So.
im Gelände. Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Da, zu diesem Schiff will ich. Und ich will mal gucken, was sie hier alles warten. Hoffentlich ein paar gute Teile. Okay, hier unten scheint es nicht viel zu geben. Auf jeden Fall, wir müssen zur Way. Was ist hier oben? Kettensäge. Ist sie gut? Ist sie gut? Ich will das wissen. Ist sie gut? Habe ich jetzt mein eigenes Kettensägenschwert, bitte? Sag, dass sie besser ist als meine. Bitte, bitte, bitte. Um 7 Punkte schlechter. Ficken. Ficken. Sag ich dann nur. Ficken. Totales Ficken. So, dann speichern wir hier mal ab und gehen mal zum Schiff, ne? Dann gehen wir erst nächste Folge zur Way. Schwimmen wie ein Delfin. Und jetzt ein Malak, hier dieser, auch wie heißt der, Malakton oder Markton? Ihr wisst, was ich meine. Dieses große, fette, haiähnliche Walvieh. Ist doch jetzt nicht wahr, dann will man dahin. Was ist? Strahlung. Ja. Ist klar. Ich muss erstmal wieder nach Goyet und dann reißen wir dann direkt so. Und ich will mal die nächsten Folge auch mal nach diesem Minenausschau halten. Gut, nach Goliath. Das schnellstmöglich. Gleich da. Wir machen gleich mal hier bei der Schmiede. Ja, ja. Okay. Leute. Da würde ich sagen, war es das auch von dieser Folge. Ich werde jetzt viel verkaufen. Mal gucken, ob ich was kriegen kann. Vielleicht kann ich jetzt noch mal irgendwas lernen. Das wäre auch noch mal gut. In dem Sinne sage ich mir mal, zock gut, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Gamadico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute, links auf der Säule, die letzte Folge des Projekts, rechts auf der Säule, ein anderes Projekt, schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal, lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit, ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will, schaut da mal rein. In dem Sinne, zock gut, ciao, bis zum nächsten Mal.